Geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches, Band 3, von Stronach Ktoi, dem Dritten, kaiserlicher Historiker. Band 1 bot einen Überblick über die Thronfolge der ersten 8 Kaiser der Septim-Dynastie, von Kaiser Tiber dem Ersten bis Kentyra der Zweiten. Band 2 befasste sich mit dem Krieg des Roten Diamanten und den 6 nachfolgenden Kaisern, von Uriel dem Dritten bis Kassünder dem Ersten. Am Ende des zweiten Bandes wurde beschrieben, wie der Halbbruder von Kaiser Kassünder, Uriel IV., den Kaiserthron von Tamriel bestieg. Es ist hinreichend bekannt, dass Uriel IV. Von Geburt her kein Septim war. Seine Mutter regierte zwar viele Jahre lang als Kaiserin, doch sie war eine Dunkelelfe, die einen echten Septimkaiser, Pelagius III., geheiratet hatte. Uriels Vater, ein bretonischer Edelmann namens Galivere Lariat, wurde nach Pelagius Tod der Gemahl von Kataria der Ersten. Vor seiner Krönung als Kaiser des Imperiums hatte Kassünder der Erste das Königreich Wegesruh regiert, jedoch zwang ihn sein schlechter Gesundheitszustand zum Abdanken. Kassünder hatte keine Kinder, also adoptierte er seinen Halbbruder Uriel und trat das Königreich an ihm ab. 7 Jahre später, nach dem Tod seiner Mutter, erbte Kassünder die Kaiserkrone des Imperiums, und 3 Jahre danach trat Uriel erneut Kassünders Erbe an. Die Herrschaft Uriels des Vierten war lang und schwierig. Trotz seiner Adoption in das Septimgeschlecht und trotz des hohen Ranges der Lariat-Familie, die sogar entfernte Vettern der Septims waren, mochten ihn nur wenige Mitglieder des Ältestenrats voll als Blutsnachfahren Tibors anerkennen. Während der langen Herrschaft Katharias I. und der kurzen Regentschaft Kassünders I. hatte der Rat immer mehr Verantwortung übernommen. Und ein willensstarker, fremder Monarch wie Uriel IV. Konnte einfach nicht die bedingungslose Loyalität der Ältesten gewinnen. Immer wieder gab es Querelen zwischen dem Rat und dem Kaiser, und der Rat setzte sich fast immer durch. Seit der Zeit Pelagius II. Bestand der Ältestenrat aus den wohlhabendsten Männern und Frauen des Imperiums, und auf ihre Macht kam es an. Den letzten Sieg über Uriel IV. Errang der Rat postum. Andorak, der Sohn Uriels IV., wurde per Abstimmung im Ältestenrat enterbt. Im Jahre 3. Ära 268 wurde ein mit der ursprünglichen Septimlinie näher verwandter Cousin zu Kaiser Hipporus II. Ausgerufen. In den ersten 9 Jahren der Herrschaft Hipporus II. Bekämpften Andoraks Anhänger die kaiserlichen Streitkräfte. Um den Krieg zu beenden, übertrug der Rat mit einer Resolution, die der weise Eraintine, Tiber Septims Herz schlägt nicht mehr, nannte, Andorak das Hochfelskönigreich Schornhelm. Andoraks Nachfahren herrschen dort bis zum heutigen Tage. Im Großen und Ganzen jedoch hatte Hipporus II. Feinde, denen er mehr Aufmerksamkeit schenken musste als Andorak. Wie aus einem finsteren Albtraum, so erzählt Eraintine, führte ein Mann, der sich der Kamoranische Thronräuber nannte, eine Armee von Dedra und untoten Kriegern in einem gnadenlosen Feldzug durch Walenwald und eroberte ein Königreich nach dem anderen. Nur wenige vermochten seinen Ansturm standzuhalten, und mit jedem blutgetränkten Monat des Jahres 3. Ära 249 versuchten es auch immer weniger. Hipporus II. Schickte immer weitere Söldnertruppen nach Hammerfell, um den Marsch des Usurpators nach Norden zu stoppen, aber sie wurden bestochen, abgeschlachtet oder in Untote verwandelt. Die Geschichte des kamoranischen Thronräubers verdient ihr eigenes Buch. Es empfiehlt sich, weitere Details in Palaux Iltres, der Fall des Thronräubers, nachzulesen. Kurz gesagt hatte die Vernichtung der Streitkräfte des Thronräubers wenig mit den Bemühungen des Kaisers zu tun. Das Ergebnis war ein großer regionaler Sieg und ließ die Feindseligkeiten gegen das scheinbar unfähige Imperium noch ansteigen. Es gelang Uriel V., dem Sohn und Nachfolger von Hipporus II., die Öffentlichkeit wieder für die schlummernde Macht des Imperiums zu begeistern. Mit seiner Serie von Invasionen, die er sofort nach seiner Intronisierung im Jahre 3. Ära 268 begann, lenkte Uriel V. die Aufmerksamkeit Tamriels von den internen Zwistigkeiten ab. Uriel V. eroberte Roskrea im Jahre 271, Cat Nocquei folgte 276, Ineslea 279 und Esroniet 284.
Im Jahre 3. Ära 288 begann er sein ehrgeizigstes Unternehmen, die Invasion des kontinentalen Königreichs Akavir. Dieser Feldzug erwies sich im Endeffekt als Misserfolg, denn 2 Jahre später wurde Uriel V. in Akavir auf dem Schlachtfeld von Eonid getötet. Trotzdem steht der Ruf Uriels V. als großer Kriegskaiser von Tamriel, dem Tibos, kaum nach. Der 4. und letzte Band dieser Serie befasst sich mit den letzten 4 Kaisern, angefangen mit dem sich noch im Kleinkind befindlichen Sohn Uriels V. Das war das Buch Geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches, Band 3, aus dem Spiel The Elder Scrolls V Skyrim. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.